Wir setzen fort mit Tagesordnungspunkt 26. Hier ist, geht es um die Gleichberechtigung im Straßenverkehr und Sicherheit von Fußgängerinnen. Und da ist die Einreicherin, die SPD-Fraktion. Herr Engel, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte oder liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will es an sich ganz kurz machen. Der Antrag hat ja relativ eindeutige Voten auch in den Ausschüssen bekommen. Uns als SPD-Fraktion geht es darum, dass wir jetzt im Rahmen des Fußverkehrskonzeptes, was die Stadtverwaltung ja Ende des Jahres vorlegen möchte, tatsächlich auch nochmal eine Facette ganz besonders betrachten, nämlich die Frage, an welchen Ampeln in Dresden Fußgängerinnen und Fußgänger zu ganz besonderen oder außergewöhnlichen Umwegen auch gezwungen sind. Also vor allem in den 90er Jahren, das kann man an ein paar Stellen dieser Stadt noch besichtigen, also St. Pauli-Friedhof auf der Hansastraße fällt mir zum Beispiel ein, auf der Teplitzer Straße gibt es auch solche Standorte, ist es so, dass man als Fußgänger, wenn man von der einen Straßenseite auf eine andere Straßenseite möchte, zum Teil nicht nur eine Ampel queren muss, wie das so gemeinhin der Fall ist, sondern teilweise bis zu drei. Und ja, das kann man vielleicht abtun, kann sagen, das ist jetzt nicht so gravierend, aber ich glaube insbesondere für Leute, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, die etwas älter sind, die vielleicht auch auf Hilfsmittel angewiesen sind, ist das tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Es sorgt einfach dafür, dass zu Fuß gehen in unserer Stadt nicht so attraktiv ist, wie es eigentlich sein könnte. Und wir wollen tatsächlich die Verwaltung mit dem Antrag auffordern, das ganze Thema sich nochmal genauer anzuschauen, zu gucken, welche Kosten wären damit verbunden, in welchen Schritten könnte man da vielleicht auch diese ganze Thematik nach und nach auch beseitigen, um da tatsächlich auch inhaltlich ein bisschen auch voranzukommen. Und zweiter Aspekt in diesem Antrag, der uns auch noch sehr wichtig war, war tatsächlich nochmal das Thema, dass wir auch mal Kreuzungsformen prüfen, die man bisher vor allem im japanischen und US-amerikanischen Raum hatte, also wo praktisch Fußgängerinnen und Fußgänger auch diagonal über Kreuzungen gehen können, wo man also tatsächlich auch so die Straße komplett quer kreuzen kann, wo es teilweise also an einer normalen Kreuzung 6 Kreuzungsrichtungen dann gibt. Diese alle Genkreuzungen gibt es zum Teil auch in Deutschland, also in Köln und Wuppertal. In Dresden gibt es das derzeit noch nicht, ist technisch sicherlich alles andere als unanspruchsvoll, ist aber eine Thematik, die wir tatsächlich gerne mal von der Verwaltung auch genauer geprüft haben wollen. Gibt es dafür vielleicht Standorte in Dresden? Kann man das vielleicht an dem einen oder anderen, an der einen oder anderen Kreuzung wirklich mal anwenden, um da tatsächlich einfach die Wege für Fußgängerinnen und Fußgänger auch kürzer zu machen? Weil letztendlich geht es ja immer um so ein bisschen eine Sache. Es gibt keinen Verkehrsteilnehmer, keine Verkehrsteilnehmerin in Dresden und auch insgesamt auf der Welt, der so ökologisch unterwegs ist wie der Fußgänger oder die Fußgängerin. Also das ist, wir führen ja oftmals so Diskussionen, Rad versus Autoverkehr. Und mein Eindruck ist, manchmal vergessen dann die Leute, die einfach zu Fuß von A nach B gehen, die einkaufen gehen wollen, die ihre Kinder zur Kita bringen und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Leute sollte man tatsächlich auch im Blick behalten. Und deswegen würde ich hier um Zustimmung zu diesem Antrag werben. Vielen Dank. Mir ist nur eine Wortmeldung signalisiert, verzichtet. Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Kreis heraus? Sehe ich nicht, dann bringe ich den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 43 Ja, 3 Nein, 16 Enthaltungen, damit so beschlossen.